Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Farmer. Ja, meine Lieben, pünktlich zum Wochenstart, zum Montag sind wir natürlich wieder mit am Start. Ja, die Cam ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders, ein bisschen näher. Ich hoffe, die Linse hält und platzt nicht oder reißt oder sonstiges. ja, ich habe mal wieder ein bisschen rumgetüftelt. Irgendwann gibt es natürlich dann auch mal einen Greenscreen, aber das ist alles noch in Arbeit. Ja, mein Lieben, wie ihr seht, wir haben ja das letzte Mal in der letzten Folge den Baum so wirklich, also phänomenal fallen lassen, dass er genau in die Bäume gefallen ist. Ja, aber sei es drum, wir haben ihn ordentlich geschreddert und werden unsere Hackschnitzel, schauen wir jetzt erstmal, wo können wir die denn eigentlich ordentlich verkaufen. So, wir schauen jetzt mal. Das müssen Hackschnitzel sein, oder? Naja, ist relativ. Wartet mal, wir schauen mal weiter. Ja, gibt es ja so viel Pfeffer. Es müssten Hackschnitzel gewesen sein. Das eine ist Mist, das andere ist Silo. Das dürften Hackschnitzel sein und die geht's zum Getreideverkauf. Getreideverkauf haben wir hier oben. Beim. Ja, genau. Da müssen wir hin. Und da fahren wir jetzt auch hin. Und dann werden wir uns ein bisschen. Sag schon, ein bisschen. Weizen aus dem Silo holen. Denn wir werden heute damit anfangen. Ihr seht natürlich, ich habe ein bisschen vorgespult. Wir haben jetzt den dritten Tag, also später Winter. Und wir werden quasi dann nochmal an den Hof zurückkehren, um uns dort Weizen zu laden. Denn was haben wir mit dem Weizen vor? Wir werden heute die erste Produktion in Gang nehmen. Wobei die erste Produktion in dem Sinne schon die dritte. Denn wir haben ja die Saatgutproduktion und haben auch die Pelletproduktion. So, frei. Frei, wunderbar, können wir Gas geben und ab zum Getreidehandel bzw. Verkauf. Ich hoffe, ihr habt natürlich alle ein schönes Wochenende gehabt. Ich hoffe natürlich, ihr habt das Wetter genossen bzw. habt euch schön entspannt. Ja, mein Wochenende war phänomenal, war richtig cool mit leckerem Essen, sehr, sehr leckerem Essen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, habt die Zeit sehr genossen und das Wochenende. Ja, heute zum Montag. Naja, Wetter ist natürlich relativ, aber man muss halt irgendwo das Beste draus machen. Aha. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so euer Wochenende verlebt habt und das Ganze. Und wir fahren jetzt hier erstmal rein und werden unser schönes Hackschnitzelgut, was wir im Anhänger haben, hier erstmal verkaufen. Ja. Müssen wir mal ein bisschen nach der Cam gucken. Ihr könnt mir da gerne mal ein bisschen helfen. Soll die so bleiben oder soll ich es lieber, sage ich mal, so ein bisschen, so ein bisschen ferne machen? Wie meint ihr? Genau, sagt mir dazu einfach gerne mal eure Meinung, denn ich bin mir da gerade noch ein bisschen unschlüssig. Ich würde so wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten. Ja, müssen wir mal gucken. Schreibt dazu gerne mal, das war ja, ist ja mal gar nichts, ne? 1737, das ist ja mal echt relativ, ne? Das ist ja die reinste Ullknudel. So, wir werden jetzt allerdings erstmal wieder an den Hof fahren und wie gesagt den Weizen holen. Und ihr schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, ob die Kämse bleiben soll oder ob ich sie wieder etwas umstellen soll. So, komm, jetzt machen wir das Tor auf. Des Weiteren, wir hatten ja im letzten Video eine wunderbare Abstimmung. Da habt ihr euch natürlich sehr rege dran beteiligt. Und ja, seid gespannt. Im Laufe des Videos werde ich euch natürlich sagen, wie es ausgegangen ist. Jetzt bleiben wir natürlich ein bisschen mit dem Anhänger hängen. Uha, uha. Nö, geht, wunderbar. Genau gesehen. Das gibt wieder nur Schramm. Mensch, seid mal wieder phänomenal hier. So, LKW, Hustorch, wunderbar. Und wir ziehen mit raus. Genau, im Laufe des Videos werdet ihr dazu zur Abstimmung natürlich erfahren, wie ist sie gelaufen, wie haben wir uns entschieden, beziehungsweise nicht wir, sondern ihr habt euch ja entschieden und da
werde ich euch das natürlich dann gleich mitteilen. Hab natürlich wieder so die Kommentare etwas überflogen. Die ein oder anderen Kommentare wiederholen sich. Ist natürlich absolut kein Problem. Ne? Ihr wisst, ihr könnt alles gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Ich bitte euch nur um eins, achtet halt immer irgendwo auch auf den Umgangston und respektiert euch gegenseitig. Denn ihr wisst, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Aha. Man kann sich alles sagen, aber wie sage ich so schön und gern, der Ton macht die Musik, so rum. Und nicht die Ton. Ist ja schon wieder Babbeln im Angebot, Alter. So, hier ist frei und ab geht die Luzi. Genau, zur Mühle müssen wir dann natürlich ein Stückchen fahren, die ist etwas außerhalb. Und ja, aber das soll ja nicht das Problem sein. So, was haben wir noch? Und zwar, ich habe auch gelesen in den Kommentaren bei Global Company, dass ich doch in dem Sinne nicht die aktuellste Version drauf hatte. Ich habe jetzt die aktuellste Version drauf gemacht. Müsste demzufolge eigentlich auch alles problemlos laufen. Wenn ihr natürlich auch zum Thema Mods Ideen oder Anregungen habt, könnt ihr die natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. So, wir müssen hier runterfahren. Hier haben wir zu, genau, da passt das. Da können wir nämlich wunderbar drunter fahren. Oh, ich muss mir echt mal noch... Also ich bin ja wirklich immer mehr am Überlegen, ob ich mir dieses... wie heißt es gerade nochmal? Dieses Head-Eye-Tracking zulege. Ja, es ist halt... Ich habe mich schon wieder ein bisschen dazu belesen, einem drum und dran. Aber ich bin mir halt, ja, soll man sagen, doch schon irgendwo unschlüssig, denn du bewegst dich ja dann so mit dem Kopf hier, ne? Und ja, weiß nicht genau, was da am besten ist. Es gibt ja dieses Head-Eye-Tracking, was du hier so, glaube ich, ans Headset direkt dran machst. Da hast du hier so drei solche Bipusse, die hier irgendwie per Infrarot miteinander funktionieren. Und dann gibt es doch, glaube ich, auch das, was du direkt hier an Bildschirm irgendwie dran machst, was dann auch funktioniert, aber da bin ich noch nicht, gebe ich oft zu, da bin ich absolut noch nicht so belesen. Und ja, da bin ich halt am Überlegen, was am meisten Sinn macht. Ja, deswegen, wer das, sag ich mal, von euch nützt, kann mir dazu gern mal so seine Erfahrung in die Kommentare schreiben, denn ja, würde mich definitiv mal interessieren, wie ihr das so handhabt, beziehungsweise was ihr von so einem System dann auch haltet. Na? Jetzt fahren wir erstmal vorne an die Kreuzung. Bleiben wir erstmal stehen, denn ich muss mal nochmal auf der Karte illern, wo wir denn hin müssen. So, schauen wir mal. Inhalt wird gespeichert. Wunderbar. Also wir fahren. Ja, wir fahren ja geradeaus beim Kreisverkehr und dann 1, 2, 3, 4. Die vierte wieder raus. Wunderbar. Wir könnten uns mal noch ein Navi drauf bauen. So, kommt keine Sau. Kommt kein Mensch, sorry. Ja, ups, ich will doch ein kleines Malheur passieren. Eieieiei. Ah, manchmal rutscht das halt doch schon mal ein bisschen raus. Das, ja, ist halt so, wie es ist. So, aber mir fällt gerade auf, irgendwas halt hier nicht so. Der Spiegel hat gerade wieder geschlackelt. Der wieder auch. So, warte mal, wir machen das jetzt mal so. Ah, jetzt sind alle beide. Muss ich mir mal anschauen. Ist natürlich nicht so toll, aber gut, sei es drum. Spielspaß wird es natürlich nur nicht einbremsen. So, wir eiern jetzt erstmal hier durch. Und nebenbei nochmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das ganze Projekt zu supporten. Ich weiß, in letzter Zeit gibt es ein paar Videos weniger, und aber das wird sich, wie bereits schon mal erwähnt, definitiv wieder einpegeln, dass ein paar Videos mehr kommen, dass wir, sage ich mal, die Woche über wieder so auf 3 Videos kommen oder beziehungsweise 4. Allerdings ist halt derzeit wirklich so der Zeitfaktor, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja. So, allerdings, wie gesagt, an euch da draußen ein riesengroßes Dankeschön für den ganzen Support, die Unterstützung, egal in welcher Weise. Es ist einfach mega, ne? Und dafür wirklich mal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die da draußen jetzt gerade zuschauen. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, ja, jetzt müssen wir hier rein. Huha,
So, war bei der Mühle noch nicht wirklich. Müssen wir mal schauen. Jetzt müssten wir hier, glaube ich. Ne, hier rum. Ah ja, hier rum müssen wir. Junge, das ist aber natürlich auch eine Hecke. Oha. Das ist natürlich auch. So, ein bisschen runter. Der Anhänger schiebt. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hier rein? So, warte mal, müssen wir erstmal gucken. Motor abstellen, müssen wir uns erstmal angucken gehen. Wo wir denn hier rein müssen? So, Mühle, Produktionen. Also ich denke mal, wir müssen hier hin. So. Was brauchen wir denn alles? Weizen und Gerste. Gut, wir haben 9000 Liter Weizen. Und die können wir ja mit verwenden. So, genau. Okay. Dann werden wir die jetzt erstmal hier reinschmeißen. Oh, bitte, ein bisschen Außenansicht. So, und genau, jetzt werden wir das Ganze hier reinseppen. Wunderbar. Das passt, der kippt ab. Und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Aber jetzt müsste das Ganze doch eigentlich anlaufen, oder nicht? Oder fehlt uns da noch was? Eigentlich brauchen wir doch bloß Mehl. Quatsch. Eigentlich, also wir brauchen ja eigentlich nur Weizen bzw. Gerste. So, hier ist nichts. Geht hier was auf? Nee. Das ist ein bisschen kurios. Ah, das müssen wir jetzt einfach mal herausfinden, wie was wo, aber ich denke mal, man kann doch hier bestimmt irgendwo rein. Nee, kann man nicht. Aber seht ihr das? Oder sind die. Ah. Erkennt ihr das eigentlich beim Zocken, wenn du dich da so ein bisschen rumbeugst? Na, das ist natürlich. Ja, ich bin mal der Meinung, die Tür ist absolut nicht gerade unbedingt so toll angebracht, wie es vielleicht sein soll. Aber warum läuft die Produktion jetzt nicht an? Muss hier noch was anderes mit hin? Hier? Nee. Hier drüben noch was hin? Ich auch nicht. Das sind ja bloß Unterstellmöglichkeiten. Warum? Ach doch, jetzt hier. Ah. Seht ihr das? 700 Liter Mehl. Ja, gut. Ja, wir müssen halt ein bisschen geduldig bleiben. Ist natürlich auch kein Problem. Wir können den Anhänger. Den werden wir erstmal wieder mitnehmen. Denn wir fahren jetzt erstmal zum Global Market und schauen mal, was wir da noch so drin haben. Ich glaube, da müsste noch ein bisschen Saatgut drin sein. Aber das schauen wir uns erstmal an. Ja, so, jetzt, wir warten natürlich, wie sich das Ganze hier mit dem Mehl jetzt entwickelt. Das kann erstmal für uns arbeiten. Und dann kommen wir nämlich jetzt auch erstmal zum Thema Global Market. Ja. Ihr wisst ja, es gibt ja nur dieses wundervolle Tool, sage ich mal, mit der Exe beim Global Market, wo man natürlich in dem Sinne seinen eigenen Markt jetzt auch machen kann oder ja, miteinander den Markt gestalten kann. Und da gab es ja beim letzten Mal die Abstimmung, ob wir für die Community zusammen einen eigenen Global Market machen, ja oder nein. Und ja, wer hätte es gedacht? 94% haben für Ja gestimmt. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und habe mir in dem Sinne auch einen Code fertig gemacht, also ein Code, ne? Also CUDE, ne? Nicht so, was das halt so anhört, ne? Aber sei es drum. Und den werdet ihr dann jetzt hier irgendwo eingeblendet sehen und den könnt ihr dann nutzen und könnt euch dann logischerweise dort austoben, wie, was, wo. Und aber in dem Sinne, sage ich mal, seid fair miteinander, kauft nicht alles in dem Sinne weg oder sonstiges, ne? Spielt ordentlich, fair miteinander, nutzt das sinnvoll logischerweise auch. Und ja, wenn bei mir die Ernte dann wieder losgeht hier im Game, dann werdet ihr natürlich auch davon was haben, nutzen oder sonstiges. Und ja, ich hoffe natürlich auf tatkräftige Unterstützung eurerseits. Denn ihr wisst, brauche ab und zu ein bisschen Heu, Stroh und auch so noch ein bisschen. Ne? Deswegen viel Spaß dabei.
Wie gesagt, der Code ist dann oben in der Infotafel eingeblendet. Vielleicht mache ich auch zwei rein. Schaut dann einfach mal. Die erste ist auf jeden Fall schon durch und die zweite wird dann auch gleich nochmal aufploppen. So, fahren wir jetzt erst einmal zum Global Market. Und dann können wir eigentlich auch gleich nochmal in die Saatgutproduktion reinschauen, was wir da so haben. Wie weit das Ganze dort fortgeschritten ist, ob wir da schon ein bisschen Saatgut wieder erlangt haben oder nicht. Müssen wir einfach mal schauen. So, freue mich natürlich schon wieder, wenn wir hier dann die Wiesen mähen können. Und dann heißt es ja wieder Daumen drücken, damit es nicht wieder regnet, wie in der letzten Season. Denn das war ja jenseits von Gut und Böse. Ja, das war ja absolut nicht toll. So, werden wir gleich mal durchpflastern. Gibt natürlich immer noch ein paar Bäumchen, die wir dann wegfällen können. Was wir natürlich auch machen werden. So qualitativ hochwertig, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. So, schwenken wir mal nach außen. Jetzt krabbelt es gerade. Und werden... ist natürlich schon wieder ein bisschen Saatgut fertig. Das passt natürlich. Aber wir haben jetzt halt einen Nachteil. Wir haben jetzt erstmal nichts mehr zu befüllen. Deswegen der Aufruf an euch. Gerne mal ein bisschen Weizen oder Gerste reinschmeißen. Das wäre unglaublich toll. Ne? Das wäre ein tolles Ding, was wir auch nutzen würde. Denn dann kann ich für euch hier qualitativ hochwertiges Saatgut produzieren. Und ihr könnt das dann natürlich auf eure Felder ausbringen. So. Wunderbar. Passt das. Fahren wir erstmal hier ein Stückchen runter. Und dann schauen wir noch mal, wie, was und wo. So, tapps mal erstmal hierher. Wir haben jetzt Saatgut drin. So, und damit ihr auch seht, es ist alles noch leer. So, also ich schicke euch jetzt das erste Saatgut auf den sogenannten, ja, man kann ja schon sagen, eigenen Global Market Server. Wir bestätigen das Ganze. Und jetzt müsste es eigentlich da sein. Tada! Cool. Also, wie gesagt, ihr könnt das Ganze natürlich jetzt nutzen. Und ich wünsche euch mit dem Code und dem Ganzen dann auch richtig viel Spaß. So, wir haben erstmal wieder 53.000 drauf, ist natürlich sehr schön. Wir werden jetzt den Johnny hier erst einmal sauber machen, denn der ist ja, wie gesagt, wurde uns nur zur Verfügung gestellt. Den werden wir dann erstmal wieder zurückbringen. Der hat in dem Sinne auch schon gute Dienste erwiesen. Wir haben noch unseren MB-Truck und vielleicht satteln wir so auf ein paar neue Maschinen um, die wir dann nutzen für die neue Season. Aber da werden wir, denke ich mal, bei der nächsten Folge mal drüber schauen und werden uns da dementsprechend auch ein paar raussuchen. Vielleicht können wir oder vielleicht bekommen wir für unsere jetzigen Maschinen noch ein bisschen was an Geld, dass wir dann wieder reinvestieren können, damit uns das Ganze, ja, wie soll man sagen, nicht zu teuer wird. Ne? Wir müssen dann natürlich auch nochmal nach der Sauberkeit bei den Tieren schauen. Aber jetzt machen wir den erstmal sauber, dass der dann erstmal wieder zum Händler kann. So, nehmen wir uns hier. Ja, Maschinenpflege geht halt alle an. Ne? Das ist ganz klar. So. War halt leider noch nicht so viel zu tun, aber ihr kennt selber, bei Seasons im Winter ist natürlich nicht so toll. Meine klar, man könnte jetzt ungemein an, soll man sagen, einen Forst machen oder sonstiges. Vielleicht kommt das auch später mal noch. Müssen wir mal schauen. Allerdings wird es so sein, dass wir dann beim nächsten Mal, quasi bei der nächsten Folge, schon in, ja, wird so sein, dass wir da schon im Frühling sind, quasi im ersten Tag des Frühlings. Denn wir wollen ja was schaffen. Wir wollen ja hier vorankommen. Wir wollen ja unser Curseplay nutzen. Das ist ja auch so ein Hauptkriterium des Ganzen mit hier. Und deswegen soll das Ganze dann auch wirklich mal vorangehen. So, wir fahren gleich mal hier lang. Schauen wir uns das Ganze mal noch ein bisschen an. Das passt. Wir können natürlich unseren IHC, den werden wir dann auch erstmal
wieder veräußern und wegbringen. Aber dann dazu natürlich in der nächsten Folge definitiv mehr. Auf jeden Fall war es das heute auch schon wieder, meine Lieben. Ja, die Zeit ist schon wieder rum. Es ist der Wahnsinn. Es ist absolut nicht zu fassen. Aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Abend, entspannt euch schön, genießt den Abend, wo schönes Wetter ist und wo es regnet, ja mein Gott, dann kuschelt euch mit Frau auf der Couch oder sonstiges. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß, einen entspannten Abend und sage es mal ciao, bis zum nächsten Mal.